Willkommen zurück bei Let's Play Hunted the Demon's Forge. Ich habe gerade meine tolle Monster Energy Dose aufgemacht. Und es ist endlich mal wieder Zeit. Ich hatte in den letzten paar Tagen ein kleines Problemchen, deshalb habe ich erstmal zwischendurch The Ball dazwischen geschoben. Und das Problem habe ich jetzt leider immer noch. Also ich hoffe, ihr werdet das jetzt nicht hören. Weil immer wenn ich jetzt bei Hunted eine Aufnahme mache, da kommt dann immer noch so ein Knistern mit rein. Und ich hoffe, wie gesagt, dass das nicht mehr Teil davon ist. Egal. Ich hoffe, ich bete, dass ihr davon nichts hören werdet. Egal. Wir waren das letzte Mal endlich zum Tempel gekommen. Wunderbar, es wurde auch endlich mal Zeit. Explore the Temple. Ja, ich muss ja erstmal wieder Tastatur und so alles ausrichten. Ja, und jetzt macht alles wieder kling, klang. Ja, was wir alles machen müssen, so, ne? Wir müssen immer noch die Leute finden. Wir müssen immer noch Seraphine retten. Und ich glaube, ich wechsle jetzt mal wieder auf die tolle Elara. Mache währenddessen meinen Ton etwas lauter. Wunderschön. Zoomen. Wie ging denn nochmal zoomen? Zoomen ging so nicht. Ich werde es noch herausfinden. Früher oder später. Ich glaube, das ging eigentlich mit der mittleren Maus. Das ist aber egal. Komm. So. Ich hoffe, dass das Spiel mir jetzt auch nicht abkacken wird, weil als ich zuletzt mal versucht habe, eine Aufnahme zu machen, der da oben redet mir gerade so viel, ist mir das Spiel, also nicht das Spiel direkt, sondern erstmal die Aufnahme abgekackt, wodurch ich dann überhaupt auch erst den Fehler mitbekommen habe mit dem komischen Surren. Ich hoffe, ihr müsst das nie hören. Deshalb werde ich das auch nicht weiter erklären. Und kurz darauf ist mir dann noch Hunted abgeschmiert. Wie gesagt, das alles, die ganzen Umstände haben mich dazu gebracht, ein Let's Play von The Ball zu machen. Wir sind ja gerade immer noch dran. Ich werde anschließend hier nach Hunted auch The Ball weiter aufnehmen. Ja. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier gerade die Untertitel fehlen. Subtitles enabled. Die sind eigentlich da, okay. Dann kriege ich halt nur keine bei dem Typen da. Alles klar. Nee, niemand mag uns. Die sind auch okay. So, jetzt trinke ich auch erstmal. Wunderbar. Okay, verbessern wir erstmal das, was wir noch haben. Und dann können wir den Rest aktivieren. Das können wir allgemein gerade nicht machen, weil wir keine drei Stück haben. Dann wechseln wir auf Kerdok. Kerdok hat da auch alles ganz brav gemacht. Ich überlege gerade. Ach so, ich muss erst den ganzen Tier voll haben, also die ganzen Verbesserungen für einen Zauber, damit ich den neuen Zauber auswählen kann. Nehmen wir den neuen? Nein. Bisschen Variation. So, jetzt hat der Kerdok schon mehr Zauber. Ja, du da hinten hältst die Fresse, ist alles in Ordnung. So, und wir laufen rein. Wir müssen nämlich Leute retten. Wir sind in Verzug, wir sind zu spät. Zu spät, zu spät, wir sind dafür zu spät. Ja. Ich habe auch gesagt, dass ich dabei bin. Alice im Wunderland zu lesen. Ich gebe mein Bestes, die beiden hier bei ihren Gesprächen nicht zu unterbrechen. Ich bin ja dabei, Alice im Wunderland zu lesen. Den ersten Teil, also Alice im Wunderland, habe ich bereits gelesen. Der liegt auch noch schön hinter mir. Von Lewis Carroll. Sehr schön geschrieben, aber das ist echt ein Drogentrip, Leute. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Wir müssen das Teil irgendwas machen. Aber von Alice im Wunderland gibt es noch mehr Sachen zum Lesen. Und ich werde Alice Madness Returns erst anfangen zu Let's Playen, wenn ich auch die anderen Sachen von Alice gelesen habe. Damit ich halt auch besser solche Sachen verstehe, wie zum Beispiel mit den Jabberwocky. Wieso geht das nicht auf? Achso, ich muss das aufschießen. Mit den Jabberwocky oder mit anderen Charakteren, die in der im Alice-Universum enthalten sind. So, und hier werden wir gleich wahrscheinlich noch kämpfen müssen. Sonst wäre da auch kein explosives Fässerchen.
So, gehen wir erstmal hier hin. Müssen wir einfach E drücken oder was? Ja. Ha! Kedok, aus dem Weg! Oh, schade! Na, die Kette wird doch schon durchgezogen. Ein bisschen. Egal. Kedok, der gute Held, steht einfach mal davor. Macht nichts. Okay, was können wir hiermit denn machen? Das muss irgendwie aus dem Weg geräumt werden. Und was? Ich darf nicht über die Kette. Alles klar, das ist hier auch ein bisschen... Ah, okay, jetzt verstehe ich das. Jetzt müssen wir aber immer noch diese dicke Holzplanke da wegkriegen. Ja, das habe ich gerade gemacht, Kollege. Gut, schießen wir auch die Sachen einfach mal in die Luft. Muss ich mal schauen, wie sich das hier denn regeln lässt mit dem Teil. Weil das ist ein bisschen zu groß, als dass wir das irgendwie hochheben könnten oder so. Das heißt, wir müssen uns was anderes überlegen. Ich schaue mich hier erstmal um, ob ich hier irgendwo einen Weg nach oben finde. Aber da scheint noch nichts zu sein. Musste ich vielleicht das echt nur wegschießen dahin? Mal probieren. Space! Ja, das sieht schon besser aus. Das bewegt sich, das Stückchen. Ja, nochmal. Und nochmal. Wunderbar. Das heißt, wir können da jetzt hoch? Rabe. Eine Feder. Von 4 Stück. Hier gibt's wieder Raben. Nein, ich kann nicht mehr zurück. Oh, oh, oh. Ja, jetzt. Ja. Hey, das ist endlich mal cool. Endlich mal ein bisschen was anderes als immer nur schnetzeln. Geht doch. Ich halte jetzt hier gerade nur Ausschau nach den Raben, weil ich glaube, das könnte wieder mal relativ schwierig werden, hier zu finden. Der kann doch dann alleine rüber, oder? Kedok. Komm rüber! Du alter Ossi! Los, komm schön! Schwing deine alte Hüfte nach oben! Hier könnte ich wieder runterspringen. Ach. Der Typ ist doch schlimm. Na gut. Schau ich erstmal, was ich da hinten machen kann. Wenn ich Hilfe brauche, renne ich einfach lachend wieder weg. Da hinten leuchtet was? Ach so, das ist ein Schild. Gut. Gut, gut, gut. Nom, 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 nom. Wir sind hier ganz allein. Hier kommen bestimmt keine Gegner. Niemals. Das würde denen nicht im Traum einfallen. Wieso liegen hier einzelne Lebensfiliolen rum? Das sieht nicht gut aus. Weil leider muss ich bei solchen Sachen auch immer an das eigentliche Spielprinzip denken. Ich kann... nie, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich kann das Spiel fast nie als Spiel selbst betrachten. Ich muss das immer spielelogisch auch betrachten. Oh. Nummer 2. Ja, ich hab dich gesehen. Blöde Arsch. Nur weil ich den doofen Raben da abschießen wollte. Ich muss in Bewegung bleiben, aber das ist gerade ein bisschen schwer. Meine Fresse. Stirb halt! Ah. So, gut, der Bildschirm wird rot, das ist nicht so schön. Wo stehst du, Kerlchen? Sehr gut. Ja, kriegst noch was ab und noch was. Und das war's für dich. Sehr schön. Gut, dann kann ich mich von dem kurzen Angriff fast erholen. Wenn da nicht noch so ein Typi da hinten wäre. So. Execute! Hopp! Bam! Das hatten wir lang nicht mehr. Headshot! Right into the face. Ach, da hinten ist noch einer. Okay.
In den Magen, in den Kopf. Nein, nicht mich abschießen, das ist unfair. Böse, ich bin Protagonist. Du bist nur irgendein wertloses NPC-Gegnerwesen. Du darfst mich nicht töten. Das verstößt gegen sämtliche Spielregeln. Schauen wir uns mal den Schild an. Der leuchtet schön. Wo? Ich sehe den nicht. Schon wieder da hinten? Wow! Zwei Stück. Okay, heilen war mit. War mit R. Gut. Das hätte ja dann schon mal hingehauen. Ist jetzt, wie gesagt, ein paar Tage her, dass ich das gespielt habe. Und ich musste jetzt erstmal schauen, dass ich das zumindest hinkriege, dass nur einer mich beschießen kann. Das wäre zum Beispiel so. Ja, Mensch. Goblin. Ach, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie die heißen. Mal eben nachgucken. Position 1. Gegner. 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 Lore. Nein. Journal, ja. Die Fresse wollen wir nicht sehen. Warger heißen die. Das sind die Warger. Die elendischen Kackviecher. Na gut. Hm? Da war doch eben noch einer. Na? Dich höre ich doch. Und ihr hört ihn auch. Auf! Es tut doch weh. Na bitte. So. So, der soll jetzt mal die Luft anhalten und ich glaube, ich hole jetzt erstmal auch Kerdok dazu. Damit er zumindest auch ein bisschen helfen kann. So, runter. Ich weiß noch nicht, wie ich den Kerdok da weiter scheuchen kann. Ach so. Wo warst du denn wieder, Kerlchen? I am nimble, so shut the fuck up, please, and follow my fucking steps, you pathetic little human being. That's not fair. Von wo? Ha, nimble, aber schwerer, ne? Let's go. Dieser Kacknapp! Oh! Wie ich den hasse. Kerdok, du bist ein Arschloch! Lauf, lauf! Oh, ja, komm. So, wieder auf die andere Seite, währenddessen fährt Elara runter. Ja, Kerdok hat die Fresse, ich weiß, was zu tun ist. Komm, du. Wieso? Ich war doch nicht mal bei der Hälfte. Verdammte Scheiße. So, Kerdok, ja, du bleibst stehen. Ich hab das Rätsel jetzt verstanden. Na, komm, es wippt gerade ein bisschen viel. Let's go. Danke. Danke, Kerdok. Meine Güte, bist du ein Vollpfosten. So. So viel dazu. Jetzt haben wir Kerdok auch bei uns. So, das Schild bringt mehr Rüstung. Das ist sehr schön. Weil wir Elara bisher noch nicht... Sehe ich da oben etwas? Nee. Weil Elara ja bisher noch kein Rüstungsupgrade bekommen hat und ich irgendwie bezweifle, dass die eins kriegen wird, muss ich so mal schauen, wie wir die Elara etwas mehr am Leben erhalten. So, wo gehst du hin? Sehr schön. Fetter Kerdok. Dicker, fetter Hobbit. Let's go. Ja, let's go. Hast du Nerven? Das wird jetzt wieder ein Spaß werden, ich sehe das schon. Nimm den Schild. Ja, wunderbar. Magie. Wie ging Magie? So ging Magie. Haja! Ja, bleib einfach in der Luft stehen. Kein Problem. Yes. Schön. So, haben wir wieder einen Crystal zusammengesetzt. Einen Drogenkristall. Was haben wir denn hier unten?
Da kommen wir nicht durch. Das ist schade. Sehr schade, sehr bedauerlich. Hoffentlich kommen wir jetzt endlich mal weiter. Meine Fresse, meine Hacke. Wir sind hier schon bei über 40 Parts und wir sind gerade mal bei der Hälfte oder so.